Ahoi Internet und herzlich willkommen zu einer kleinen Bonusfolge zu unserem Let's Plunder the Secret of Monkey Island. Ja, ein paar Zuschauer haben mich nämlich darauf aufmerksam gemacht, dass ich noch etwas zeigen könnte. Und zwar gibt es tatsächlich eine Möglichkeit, in diesem Spiel dann doch zu sterben. Und zwar genau eine Möglichkeit. Und ich glaube, das ist auch die einzige Möglichkeit überhaupt, in einem LucasArts Adventure zu sterben. Ich glaube, in keinem anderen ist das möglich. Zumindest wüsste ich von keinem. Genau, wir hatten ja diesen, auf Monkey Island hatten wir ja diesen Fake-Tod quasi, wo man nur von der Klippe fällt und dann wieder raufkatapultiert wird mit den Worten, unten war ein Gummibaum. Aber hier gibt es tatsächlich eine Möglichkeit, dann wirklich in Anführungsstrichen unwiderruflich zu sterben, sodass man das Spiel laden muss. Denn Guybrush erzählt uns ja schon, ganz am Anfang des Spiels einmal gibt er vor den Piratenanführern damit an, dass er 10 Minuten die Luft anhalten kann. Und auch in anderen Monkey Island Spielen erwähnt er das immer wieder, das ist so ein Running Gag. Und hier testen wir das jetzt einfach mal aus. Was passiert wohl, wenn er 10 Minuten lang die Luft anhält? Dann kann er es ja nach eigenen Angaben nicht mehr. Mal schauen. Genau, ihr seht es wahrscheinlich schon mal an meinem Equipment hier. Ich hatte keinen passenden Spielstand mehr. Das heißt, ich habe gerade nochmal von vorne angefangen und so einen Speedrun bis dahin durchgemacht. Also direkt auch die Diebstahl-Queste da zuerst gemacht. Und das ging jetzt ganz schnell. Ich wusste ja, wie es geht. Ach, hier oben sind die beiden Typen wieder, die sich wegen ihrem Messer da zoffen. Genau, also ich habe ungefähr, weiß ich nicht, 5 Minuten habe ich jetzt gebraucht, bis ich da war. Ich glaube nicht mal. Ne? Das ist das Blöde an Adventures. Der Wiederspielwert ist oft recht gering. Es sei denn, man wartet halt wirklich 15 Jahre, wie ich es bei diesem Ding getan habe. Okay. Ja, diese Folge werde ich wahrscheinlich direkt dann im Anschluss an das Let's Plunder hochladen. Also, Dienstag ist... Ja, genau. Ich bin schon verwirrt. Also, ja, gestern habe ich ja die letzte Folge hochgeladen. Das heißt, direkt heute werde ich diese Folge noch hochstellen, denke ich mal. Bis dahin kann ich hier unten noch ein bisschen auf dem Boden rumlaufen. Wir müssen jetzt irgendwie gucken, wie wir 10 Minuten rumkriegen. 2 haben wir schon. 2,5. Das heißt, ich erzähle euch jetzt einfach noch ein bisschen was. Nicht zu viel, dann ja, komme ich von hier auch nicht ran. Ich habe versehentlich irgendwo draufgeklickt. Jetzt bin ich gleich wieder völlig verwirrt. Genau. Was wollte ich denn erzählen? Ich hatte mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Genau, für kommende Let's Plays. Ein paar Leute haben mich gefragt, ob es eigentlich okay ist. Wenn ich sage, ein paar Leute haben mich gefragt, meine ich, jemand hat mich gefragt, ob es eigentlich okay ist, wenn er irgendwo in die Kommentare, wenn ich anscheinend an einer Stelle nicht weiterkomme, ob er da Spoiler reinschreiben darf. Das ist für mich überhaupt kein Problem. Sehr gerne. 2 Anmerkungen dazu. Wenn ihr das macht, also wenn ihr eine Lösung da reinschreiben wollt, dann schreibt bitte einmal groß drüber, Achtung Spoiler, lasst dann ein paar Zeilen frei und schreibt es erst dann, dass die Leute, egal auf Facebook oder auf YouTube, die gerne ein bisschen miträtseln wollen, dass die nicht gespoilert werden unfreiwillig. Und zweitens gebe ich zu bedenken, dass ich die Folgen ja normalerweise, bei dieser Folge wird das jetzt so sein, aber normalerweise ist die Folge, die ich hochlade, nicht auch am gleichen Tag aufgenommen worden, sondern ich spiele ja meistens so irgendwie, weiß nicht, 2, 2,5 Stunden am Stück und habe dann gleich so 6, 7 Folgen durch. Und also das Spiel habe ich, glaube ich, in 3 oder 4 Sessions dann durchgespielt gehabt im Endeffekt. Das heißt, wenn ihr den Spoiler drunter geschrieben habt, in dem Moment, wo ich das lese, ist es sehr wahrscheinlich, dass ich das mittlerweile schon selber rausgefunden habe und schon selber viel weiter bin im Spiel, weil ich die Folge halt hochlade, erst Tage, nachdem ich sie eigentlich gespielt habe. Ne? Aber ansonsten, bitte, schreibt es gerne auf, tut euch keinen Zwang an. Genau, so ungefähr die Hälfte der Zeit haben wir jetzt rum. Das heißt, es kommen noch 5 Minuten Langeweile auf uns zu. Wertvolles Idol. Inzwischen sieht es wie ein wertloser Türstopper aus. Ich finde, das sah von Anfang an wie ein sehr wertloser Türstopper aus. Was machen diese Fische eigentlich? Sind das Pudelpiranhas zufällig? Da hätte ich jetzt ein bisschen Angst vor denen. Gott sei Dank bin ich mit meinem Heftklammerentferner hier bewaffnet.
Der Pfefferminz, löst sich das eigentlich nicht auf unter Wasser jetzt oder die Tagesordnung? Würde ich mir Gedanken drum machen mal. Naja, anscheinend nicht. Das ist ja auch in unserer Superhose drin. Ja, da kommt nicht nur so ziemlich, da passt nicht nur so ziemlich alles rein, aber es kommt auch nur dann rein, wenn wir das wollen. Und auch nur dann raus. Bevor sich hier irgendwer Hoffnungen auf irgendwas macht. Ja, ich kenne euch genau. Ja. Ja. Bis dahin laufe ich noch ein bisschen nach rechts. Und dann nochmal nach links. Ich muss mal gucken, vielleicht spule ich das gleich mal vor, weil ich weiß jetzt auch nicht, wie ich 10 Minuten lang nur Mist labern soll. Wie geht's euch so? Schreibt mal in die Kommentare. Habt ihr Spaß? Fand ihr gut? Ja, find ich schön. Also mir macht's auch Spaß. Oder nochmal links. Doch nach rechts vielleicht. Ah, nee, doch links. Links finde ich generell attraktiver. Ah, nee, links ist gut. Was ist da hinten? Gibt's hier Unterwassermaulwürfe oder was ist das? Unterwassermaulwurfshaufen. Ja, auf jeden Fall. Ist wahrscheinlich ein Piranha-Maulwurf. Piranha-Pudel. Ich komme immer noch nicht drauf klar. Ich finde das super. Dum. So 10 Minuten können echt ganz schön lang sein, nicht? Habe ich schon erwähnt, wie sehr ich mich auf den zweiten Teil freue? Das ist echt, wie gesagt, den finde ich noch mal ein Stück geiler als den ersten Teil. Ich werde das jetzt alles wahrscheinlich doppelt erzählen, aber der zweite Teil war tatsächlich, den habe ich noch vor dem ersten Teil damals gespielt. Da war ich, oh Gott, wie alt war ich da? Ich weiß es nicht. 8, 9 Jahre vielleicht, ich weiß das gar nicht mehr. Und das war tatsächlich das zweite Computerspiel, das ich in meinem ganzen Leben überhaupt gespielt habe. Ja, damals hatte ich noch gar keinen eigenen Computer natürlich, sondern mein Vater hatte halt von der Arbeit so einen Laptop, den er ab und zu von der Arbeit mit nach Hause gebracht hat. Und da waren halt zwei Computerspiele drauf. Und das erste war Commander Keen Teil 4, Goodbye Galaxy. Es hatte noch einen Titel, das Ding. Ich komme nicht mehr drauf. Das war halt so ein Jump'n'Run-Ding. Ne, wo man irgendwie so einen kleinen Typen mit der Laserpistole spielte, der über so einen Alien-Planeten rannte und so Aliens abgeschossen hat, im Endeffekt. Nein, ich komme an das rostige Messer nicht ran. Ich weiß es. Und dann kam eben Monkey Island 2. Dann hatte er das eben da auf dem Rechner drauf. Genau, das war dementsprechend das zweite Spiel, was ich überhaupt je in meinem ganzen Leben gespielt habe, das zweite Computerspiel. Und weil ich nur dieses Jump'n'Run vorher kannte, habe ich ein paar lustige Fehler in dem Spiel gemacht, als ich das. Langsam geht mir aber die Luft aus. Aha, jetzt er warnt uns schon mal vor. Habe ich ein paar lustige Fehler in dem Spiel gemacht. Weil ich einfach annahm, dass es so ähnlich funktionierte wie ein Jump'n'Run. Aber da will ich jetzt nicht zu sehr vorweggreifen. Da sind ein paar Anekdoten, die ich dann erzählen will, wenn ich das Spiel selber spiele. Ja, wir sind auch gleich bei der 10-Minuten-Marke angekommen. 8 Minuten 30, sagt mir mein Countdown-Timer hier, beziehungsweise Count-Up-Timer vielmehr. Ja, aber deswegen, ich finde im zweiten Teil. Der ist nochmal ein Stück geiler als der erste. Sie haben die Grafik nochmal ein bisschen hochgepusht. Also es ist natürlich immer noch so liebevoll pixelig. Aber die Hintergründe sind noch ein bisschen liebevoller gemacht, habe ich so das Gefühl. Also die sind irgendwie noch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es mehr Farben hat, aber so ein bisschen wärmer insgesamt, so ein bisschen bunter. Und so auch ein bisschen mit mehr Details oft. Und ich finde auch den Charakter Guybrush haben sie dann. Und da sind wir. Wir werden schon blau. Na, noch sind wir nicht tot, oder? Nee, noch kann ich hier so rumzombien. Den haben sie halt noch ein bisschen vom Design abgegradet. Er sieht nicht mehr so aus, nur mit seiner hier Dingenshose und seinem Dingenshemd und seinen Dingenssocken hier und seinen Dingensschuhen, sondern er hat auch so einen Dingensmantel und vor allem hat er im zweiten Teil so einen Dingensbart. Ja, und das kann ich natürlich nur gut heißen. Wir sind jetzt blau. Wir sind bei 9,5 Minuten, sagt er mir. Oh, wir sind dunkelblau. Dunkelblau ist die Haselnuss. Dunkelblau bin auch ich. Es gibt gar kein Lied, das so geht, oder? Naja. Das heißt, oh, Lina, 5 Sekunden noch, sagt mir meine Uhr.
wenn das auf die Sekunde genau funktioniert. Ich weiß das ja nicht. Nee, jetzt müsste er eigentlich tot sein. Boah, Guybrush, du kannst ja noch länger die Luft anhalten, als du überhaupt behauptest. Oh, jetzt blinkt Disco Guybrush. Ja. Ja, meine Damen und Herren, wir sind offiziell tot. Hervorragend, wir können auch nichts mehr machen hier. Ihr seht, unsere Aktionen haben sich auch auf 6 einreduziert. Wir können jetzt nur noch schweben, schaukeln, aufquellen, starren, verwesen und helfen. Ich helfe mal. Jetzt kriegst du das Idol nicht mehr. Nein, verwese. Starre. Ja, sehr schön. Ja, das war es doch wert, würde ich sagen. Wir sind erfolgreich gestorben. Das ist schon was, würde ich sagen. Naja, wir haben das Spiel ja vorher durchgespielt. Wie gesagt, wir können jetzt auch nichts mehr machen. Wir müssen wirklich neuen Spielstand laden nochmal. Brauchen wir aber nicht. Wir haben es ja schon durch. Wir sehen uns in Teil 2 wieder, beziehungsweise behalte meinen Kanal im Auge. Ich werd zwischenzeitlich sicher nochmal so ein paar Updates machen. Und ich würde sagen, wir sehen uns sicher mal live oder eben in meinen Videos. Bis dahin, gute Winde und weiter rocken!